So, heute machen wir mal wieder eine Mischung, die mir im Livestream vorgeschlagen wurde. Wir werden 70% Grape Mint von Holster mit 30% Wild Punch von Holster mischen. Mir wurde gesagt, das soll gut schmecken und dann probieren wir das aus. Hier wieder mal am Start der Oblaco M, man kennt ihn auch. Und dann lege ich gleich los und zeige euch wie immer, wie ich das gebaut habe. So, der Kopf ist jetzt fertig gebaut, wie immer, man kennt ihn langsam. Ich hoffe, das Ganze wird schmecken, aber ich stelle mir das noch lecker vor, aber das finden wir jetzt dann gleich heraus, wenn ich zum Fazit komme zu dieser Mischung hier. So, dann komme ich auch schon wieder zum Fazit. Ich habe es mir schon fast gedacht beim Bauen, der Grape Mint hat hier definitiv die Überhand. Also ich schmecke hier nicht viel durch vom Wild Punch. Das nächste Mal würde ich die Mischung wahrscheinlich genau andersherum machen, also 70% Wild Punch und 30% Grape Mint, dann könnte das lecker sein, aber so wie es jetzt ist, ist es eigentlich nur Grape Mint pur, auch sehr lecker, aber nicht das, was ich mir heute erhofft habe. Ich denke, das werden wir nochmal ausprobieren mit einem anderen Mischverhältnis. Und ja, dann war es das auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch allen noch einen guten Rauch. Wir sehen uns morgen wieder.